Es ist der 88. Genfer Autosalon und es ist etwas ruhiger geworden. Opel und einige andere Hersteller fehlen. Wie alle, so zeigt auch Toyota die leisen und sauberen E-Konzepte, in denen wir bewegt werden und uns wohlfühlen sollen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Giftig grün ist die Zukunft von Skoda und die Vision von VW sieht so aus. Mazda schärft die Sinne für das Schöne, genauso wie Porsche, doch der Reihe nach. Die Zukunft von Volkswagen ist rein elektrisch. Und dabei geht es nicht nur um Automobile, sondern auch um so kleine Gefährte wie diesen Elektroskater. Den werde ich jetzt mal versuchen zu bewegen. Das soll gar nicht mal so einfach sein, aber es funktioniert und ich kann sogar bremsen. Naja, aber das wichtige Auto bei Volkswagen ist natürlich der ID Vision und den zeige ich Ihnen jetzt mal. Die Vision ist, uns das Leben leichter zu machen mit diesem ID Vision. Voll elektrisch mit rund 300 PS segelt er durch die Stadt, demnächst auch voll autonom. Er erkennt Menschen, Hindernisse und bietet unterwegs Musik, Filme oder Arbeitsmöglichkeiten beim Fahren. Er ist wie ein Chauffeur, der uns sicher abholt und nach Hause bringen kann. Die Zukunft ohne Diesel und Benziner ist aber noch nicht geplant. Ja, wir werden weiterhin massiv in Verbrennungsmotoren investieren, mindestens noch in der nächsten Generation. Dafür sorgen, dass diese dann weitere 15% pauschal besser wird als die jetzigen im Verbrauch, in ihrer Leistungsfähigkeit. Es wird auf lange Sicht eine Koexistenz zwischen Verbrennern und elektrisch betriebenen Fahrzeugen geben. Und Plug-in-Hybride sind natürlich auch ein Teil dieser Lösung. Und für den Volkswagen-Konzern ganz wichtig, CNG-betriebene Autos. CNG bedeutet Erdgas, das auch ein alternativer Brennstoff ist. Doch die Zukunft ist eingeläutet, denn die VW ID-Modelle sind startklar. Möglich wurde das durch den modularen Elektrobaukasten. Ja, ich glaube, der verschafft uns große Vorteile. Wir kommen schnell in Volumen und können daher die Fahrzeuge eben zu Preisen anbieten, wie wir sie heute von Dieselmodellen können. Ich glaube, das wird ein Wettbewerbsvorteil werden. Wir gehen sehr schnell in hohe Volumina, kriegen damit gute Kostendegressionen in der Batterie und bei den Hauptbaukomponenten. Und damit werden wir sicher sehr wettbewerbsfähig. Dieser ID Vision ist ein klares Commitment zu einer automobilen Zukunft, die vieles verändern wird. Bekanntes wie zum Beispiel der V8 Motorsound wird verschwinden, aber ersetzt wird durch faszinierende Dinge wie zum Beispiel das virtuelle Bedienen eines Autos. Entspannung und stressfreies Fahren werden wir dann als eine Bedingung beim Autokauf begreifen. Dieser ID-Kompaktwagen wird, genauso wie der ID-Bus, in wenigen Jahren das Straßenbild prägen. Diese Automobile werden Bedürfnisse wecken, wie einst ein iPhone es gemacht hat. Dieser City Skater ist 20 Stundenkilometer schnell und hat 15 Kilometer Reichweite. Für viele okay. Auch die Formel E wird immer attraktiver. Viele Autobauer sind schon dabei. Den Audi A8 und auch den A7 Sportback, den gibt es ja schon in neu. Jetzt gibt es auch hier in Genf den A6. Hier ist er. So sieht er aus. Klar, er profitiert von der A8 und A7 Technik. Somit ist der neue Audi A6 fast ein Schnäppchen, was seine Technik angeht. Audi bietet den A6 auch als Diesel an. Wir haben immerhin noch 52% der Kunden, die sich in Deutschland bei Audi für einen Diesel entscheiden. Der Kunde will dieses Antriebskonzept und wir werden es haben und auch behalten. Behalten hat auch der Ford Mustang sein Image. Seit 1967 geht bei vielen das Herz auf, besonders wenn ein V8-Motor den wilden Ami antreibt. Es gibt ihn auch mit einem Vierzylinder-Motor. Neu ist eine 10-Gang-Automatik. Der GT ist der 656 PS starke Supersportler und kommt noch in 2018. Was können wir denn sonst noch an Sportlern bei Ford erwarten? Naja, wir haben letztes Jahr den Fiesta neu aufgelegt und jetzt kommt dieses Jahr auch der Fiesta ST auf den Markt. Dreizylinder mit Zylinderabschaltung, also technologiemäßig Top-End, hat 200 PS und wir haben uns wieder darauf konzentriert, Fahrdynamik,
Agilität bei diesem Auto in den Vordergrund zu schieben. Also ich denke, das wird jede Menge Fahrspaß sein. Ja, und dann kommen wir ab Mitte des Jahres mit dem Mustang Bullet, eine Sonderserie, die hier verfügbar ist mit 465 PS, natürlich mit dem Achtzylinder. Und dann im Herbst launchen wir die neue Focus-Baureihe und da wird es natürlich dann auch wieder ein ST geben, aber da verrate ich jetzt erstmal noch nichts drüber. Verraten hat Mazda schon mal seine Interpretation eines Coupés mit vier Türen. Schön, oder? Neues ab sofort diese Marke, Cupra. Ein nun eigenständiges Unternehmen, das sportliche Seat-Modelle an den Start bringt. Warum? Ich denke, Cupra repräsentiert die Sportlichkeit und Leistungsfähigkeit der Seat-Modelle. Aber nicht nur das. Es gibt uns die Möglichkeit, in der Zukunft die Modelle zu nutzen, um neue Techniken zu entwickeln und das zu einem sehr guten Preis. Eine Entwicklung von Cupra ist dieses E-Rennauto auf Basis des Seat Leon. Der erste überhaupt, der voll elektrisch um Titel fahren soll. Ich bin mal gespannt. Zu haben aber ist dieser Cupra auf Basis des Leon ST, also ein Kombi. Er ist der schnellste SUV der Welt, der Lamborghini Urus, und kommt in 2018. Wer sagt es denn? Auf leisen Sohlen kommt er daher, der Porsche Mission E Cross Turismo. Er sieht aus wie ein echter Porsche, auch mit E-Antrieb. Schwierig zu gestalten? Gut, zunächst mal gibt es natürlich ein paar mehr Freiheiten, die wir bisher nicht hatten. Die Herausforderung besteht auch wieder darin, diese Freiheiten zu nutzen, aber eben trotzdem diese Markenidentität beizubehalten. Also weit in die Zukunft zu gehen, aber doch nicht so weit, dass Kunden, die gerne einen Porsche hätten, das Auto nicht als Porsche identifizieren können. 600 EPS schieben das Auto auf 250 Topspeed, abgeregelt. Aber diese Studie zeigt auch, E-Sportler bieten das bekannte Ambiente. Mögliche Preise zu einem solchen Auto gibt es natürlich noch nicht. Aber Anfragen gab es schon reichlich. Nicht so leise ist der neue 911 GT3 RS mit einem neuen 4,2 Liter Saugmotor, der bis zu 540 PS leisten soll. Na, wäre doch nicht schlecht, wenn neben dem Mission E Cross Turismo noch ein GT3 in der Garage stehen würde, oder? Vision X nennt Skoda diese Studie. Ein SUV, der den Tschechen im Portfolio noch gefehlt hat. Vielseitig, auffällig und sehr modern kommt er daher. Viele Ideen wurden hier verwirklicht und scheinen gelungen. Ja, in der Tat ist es so, dass das Concept Car Vision X perfekt zu unserer Produktstrategie entlang der Strategie 2025 passt. Er ist geplant, dass wir ihn als Serienprodukt bereits im nächsten Jahr auf den Markt bringen. Und er wird dann das Angebot unserer SUV-Offensive nach unten perfekt abrunden. Wir sind ja mit Kodiaq und mit Karoq zugegebenermaßen vielleicht etwas spät gestartet in diesem sehr dynamischen SUV-Segment. Dafür war es ein Auftakt nach Maß. Und mit dem Concept KX werden wir nachlegen. Mit diesem V-SIF legt Subaru nach. Das Konzeptauto hat doch was. Genauso wie der Lamborghini Huracan Performante Spider. Und mit Brennstoffzelle wird dieser Toyota Mirai befeuert. So, nach den vielen Autos habe ich nun noch etwas für die Zweiradfreunde, und zwar diese 1100er Ducati Scrambler. Die hat so um die 85, 86 PS und ist doch etwas für den vielleicht kommenden Sommer in 2018. Tja, das war's von mir und damit zurück zu Verena. Ich denke, Genf hat sich in diesem Jahr gelohnt.